Wir sollten das aber, denke ich, eigentlich wieder hinbekommen. Bin ich falsch abgewogen? Nee, da ist er. Nein, runter. Und er hat direkt wieder gute Laune, der Jute. Ah, puh. Ah, ich habe darauf gepokert, dass er keine Kombi auspackt und er hat keine Kombi ausgepackt, zum Glück. Und jetzt ist kritisch. Jetzt packt er sie aus. Na, ich fühle mich irgendwie nicht wohl. Kannst du bitte hochgehen? Nicht du, ich. Ich wollte zu Julian und habe seinen Angriff ignoriert. Und schon wieder wollte ich zu Julian und habe seinen Angriff ignoriert. Nein, nicht Megatrank. Zu spät. Man kannst du denn hier entscheiden, wo du jetzt sein willst? Das Gebiet ist auch zu klein für dich, gib's zu. Schön, dass er da wirklich gleich denkt. Ah, Drachenkapseln brauche ich nicht. Drachenkapseln brauche ich nicht. Das sollte jetzt, wenn es gut läuft, das letzte Gebiet vor Showdown sein. Ehrlich zu sein, weil sonst wird die knapp, sonst wird die Zeit schon wieder knapp. Ja, und das ist, wie ich erhofft habe. Der Showdown kommt gleich, das ist gut. Und der kommt, dass er nach oben geht, das gefällt mir auch gut, wegen Beeren und Kraut. Und dann haben wir nämlich wieder einen neuen Stuff, um uns zu heilen. Habe ich noch eine Erste Hilfe? Jetzt nicht mehr. Weil ich wollte gerade sagen, bevor er jetzt nämlich hier dann doch noch so eine kurze Kampfphase hat. Hat er nicht, okay, gut. Holen wir uns nämlich das Kraut alles eben noch ab, etc. pp. Laufen wir mal direkt hinterher hier.
Bei der Drachenschatz, da bin ich schon, das ist glaube ich schon richtig gut, was wir da gefunden haben. Ich weiß auch noch nicht so genau, wofür wir den brauchen. Aber da freue ich mich schon drauf, das rauszufinden, weil das ist bestimmt was Cooles und dann werde ich mich sehr ärgern, weil ich davon bestimmt irgendwie 5 Stück brauche oder so, weil von jedem einen oder so, keine Ahnung. Ich kenne ja das Spiel. Andererseits habe ich auch viel Glück in dem Spiel. Weswegen das vollkommen okay sein wird. So, Horn ist sicher. Jetzt wieder konzentrieren, wo er angreift. Mach ruhig dein God-Mode, das ist mir egal. Ich kann entspannt sein. Immer noch in dem. Oh. Das war jetzt ein bisschen mutig. Ja, du kannst gerne auch aufhören zu spammen, mein Lieber. Der arme Julian, ey. Magst du auf dem rum? Was bringt es eigentlich, wenn man seinen Palinku im Lager lässt? Also warum sollte ich Julian irgendwann mal im Lager lassen? Habe ich dann irgendwelche Vorteile? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist doch wahrscheinlich einfach nur, um es schwerer zu machen, wenn einem das zu einfach ist hier alles, oder? Nach hier hin bitte wieder, mein Lieber. Julian, kommst du bitte auch nach hier hin, damit der da wegkommt? Ob der wohl auch so eine Totenkopfanzeige für mich hat und immer hofft. Oh. Danke für den Flugunterricht. Boah, es wäre so cool, wenn ich ihn einmal in dem God-Mode erlegen könnte, ne? Also wenn das einmal klappen könnte. Ja, so auf jeden Fall schon mal nicht.
So auch nicht. Er macht die richtigen Attacken, aber ich treffe ihn nicht. Das ist ja auch doof, ne? Ist doch gut. Okay, der Junge hat keinen Bock mehr. Kann ich bitte einen Energy Drink trinken? Dafür habe ich die Dinger ja. Ich wollte mich nach ganz unten. Oh, ich glaube, hier haben wir noch nie gekämpft. Eine neue Erfahrung. Aber mit Schlafkröten kann man von dem den Gottmord unterbinden. Weil er war ja gerade eigentlich in dem Ich bin super sauer Modus. Aber Möppi hat nie gesagt, ist nicht. Ist ihm egal, er geht einfach wieder rein. Der schubst mich runter, ey. Ja, schubst du ja mal ein bisschen in meine Richtung, das ist schon okay. Okay. Damit liegt der nächste. Lederhaut, die brauche ich, das ist gut. Jetzt wollen wir davon nur noch 5. Davon wollen wir nur noch 2. Davon wollen wir nur noch 4. Okay. Oh. Also noch einmal jagen und dann erforschen. Und ich weiß auch schon, wie ich den erforsche. Ich laufe einfach so ein bisschen mit dem her, wenn wir den nicht auf Stufe 4 bekommen im nächsten Kampf. Und dann breche ich einfach die Quest ab. Beziehungsweise ziehe mich zurück, weil dann bekomme ich die Forschungspunkte und dann machen wir das einfach. Weil ich möchte halt nicht so einfach ohne Grund. Ich weiß nicht, wir werden ihn später nochmal jagen müssen, zwangsläufig wegen der letzten Waffe. Aber naja, gut, das ist dann halt jetzt so, ne? Und wir müssen ihn Tatsache nochmal jagen, aber wegen Lederhaut, damit habe ich nicht gerechnet. Herr Dung, okay, gut, danke Julian. Die Rüstkugel ist cool, der Dung ist jetzt eher nicht so cool. Aber guck mal, 900, das ist eigentlich gut gewesen. Aber nur 150 für das Monster, das ist nicht so gut gewesen. Jetzt interessiert mich mal eben, wie weit denn der Fortschritt ist beim Kirin.
Das ist zu wenig. Kann ich irgendwo gucken? Kann ich auch bei. Kann ich gucken? Oh, hoppala. Das ist nicht gut. Forschungsdings. Kann ich hier sehen, wie viel noch fehlt? Nee, kann ich nicht. Weil das ist nicht gut. Leute, es wird an der Forschung scheitern. Denn uns fehlt nur noch eine Lederhaut. Aber ich habe noch im Kopf, wir brauchen noch für später ein bisschen mehr. Ich schaff den nicht in 30 Minuten, das bringt nichts. 50 Minuten, das kann man nochmal. Ne, das habe ich angenommen, das ist das, was ich noch zweimal hab. Das ist auch 30 Minuten, das bringt mir nichts. 30 Minuten ist zu wenig, leider. Das schaffe ich nicht. Also, beziehungsweise, weil. Warum möchte ich das nicht? Warum sage ich, ich schaffe das nicht? Ich würde das wahrscheinlich schon schaffen. Weil ich dann natürlich viel. Sozusagen, ja, nie dran, ich würde einfach meine Strategie ändern. Und genau da ist das Problem, weil dann werde ich nämlich, sobald der Zeitdruck auch noch dazu kommt, weil dann wird da stehen nur noch 10 Minuten Zeit und ab dem Moment werde ich so nervös, dass ich einfach. Es hätte am besten sein lassen sollen, ne? Aber dann jagen wir ihn jetzt nochmal, bekommen nochmal vielleicht zwei Hörner oder so. Das wäre gut, dann haben wir nämlich für später müssen wir dann einmal weniger jagen oder so. Weil wir brauchen safe nochmal Material von dem. Und naja, dann haben wir ja einen davon weniger. Dann nehmen wir gleich noch Quests für den Tobi Kadachi an. Und dann machen wir heute noch den. Ja, dann machen wir das heute noch zu Ende, ne, würde ich sagen. Dann haben wir nämlich den Kirin auch schon fertig. Dann haben wir für den nächsten Stream noch den Tobi Kadachi. Ganz entspannt. Auf einer ganz entspannten Basis sozusagen. Wo sind die alten Fußspuren von dem? Hier. Ich warte mal, bis der da runterkommt. Denn. Ich wollte gerade sagen, ich weiß, dass hier auf jeden Fall Forschung ist. Noch. In den meisten Fällen. Hier ist aber soweit nichts mehr. Wenn das Spiel mir natürlich auch nichts gibt, kann ich natürlich auch nichts erforschen, ne? Ich würde ihm gerne noch kurz hinterherlaufen, um jetzt, bevor ich ihn jage. Aber ist egal, wir jagen direkt hier, keine Lust mehr hier. Hier sind irgendwo Fußspuren angeblich, aber ich finde sie nicht.
Ups. Ich suche Fußspuren, lass mich in Ruhe. Das Gute ist jetzt, es ist nicht mehr ganz so schlimm, wenn ich das Horn nicht breche. Weil ich es halt nicht mehr brauche. Ich sollte mich allerdings trotzdem ein bisschen mehr konzentrieren, ne? Da bei Julian. Ich wollte sagen, hier waren irgendwo Fußspuren, ich habe sie doch gesehen. Ja, okay, der die Apricot-Mod aktiviert, glaube ich. So kann ich das. Nee, wie mache ich, dass die Kamera da drauf bleibt? Das wurde mir irgendwann mal erklärt, ich weiß nur nicht mehr, wie es geht. Verdammt! Anstatt dass ich ihm Schaden mache, haut er mir das ganze Ding um die Ohren hier. Naja gut, da unten ist gleich eine Nullbeere, das ist nicht so schlimm. Nullbeere findet man zum Glück. Ich habe schon so viel probiert jetzt einfach weil ich einfach so denke, ich muss ihn nicht von vorne angreifen, aber er hat echt keine Schwachstelle außer vorne. Optimal wäre es natürlich, wenn wir das Horn trotzdem gebrochen bekommen, ja? Das ist das falsche Gebiet.